Heute wird nicht nur gegärtnert, sondern ich beantworte auch eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe hier mein Handy. Da sind die Fragen, die ihr mir über Instagram geschickt habt. Und hier sind noch ein paar extra Fragen, die mir unsere Praktikantin Lilly gestellt hat. Fangen wir an mit einer Frage von euch. Ist das hier sowas wie ein Nebenjob im Studium? Ah, jetzt mache ich hier wieder Krach, während ich rede. Ist natürlich ultra schlau, ne? Nein, das hier ist mein richtiger Job. Ich werde dafür bezahlt. Das finanziert mir Blumenerde und Kaffee. Wir machen ja nicht nur YouTube, sondern wir haben ja auch Instagram und Twitter, Mastodon, TikTok und Facebook. So, ich ziehe mal eine Frage von der Lilly. Ah. Welchen Film, Serie schaust du, wenn du krank bist? Boah. Schwierig. Ups, Entschuldigung. Die alten Miss Marple-Filme. Und die Edgar Wallace-Filme. Also da bin ich ein Riesenfan von. Von meinem letzten Video mit den Filmen wisst ihr ja, man darf nicht zu genau recherchieren, sonst findet man alles Schlechte über den Film raus. Bei Edgar Wallace braucht man das gar nicht machen, da weiß man von vornherein, woran man ist, mit Sexismus etc. Aber das ist dann auch, finde ich, egal, weil die Filme sind super alt. So. Und die mag ich total gerne. Edgar Wallace, der Hexer, wenn da die Musik losgeht. Der Hexer, der Hexer. Da gehe ich direkt ab. Übrigens, was mir gerade einfällt, ich habe meine Haare gewaschen. Die sind nicht fettig, die sind nur noch nass. Weil ich gedacht habe, boah, es ist sauber, es ist gerade richtig, richtig warm hier. Und deswegen dachte ich, ich nutze die Mittagspause zum Duschen und habe nicht dran gedacht, dass ich ja heute filmen wollte. Deswegen heute mit sommerlich nassen Haaren. Wurdest du gläubig erzogen oder bist du erst später gläubig geworden? Ja, da kann ich ein bisschen was erzählen. Und zwar, ist ganz Musik. Naja. Ach so, ja genau. Also, ich wurde schon gläubig erzogen. Also meine Mama ist sehr gläubig und hat uns auch taufen lassen natürlich. Also mein Papa war da jetzt auch nicht dagegen oder so. Aber meine Mama ist so die, die regelmäßig in die Kirche geht etc. Und mein Papa ist nicht so gläubig. Der, ich würde ihn mal als Agnostiker bezeichnen. Meine Mama, lala, ich kann nachher schon wieder hier putzen. Ey, aber guck mal, so soll das, oder? Das ist gut, oder? So, ah! Mann, das sollte hier ein ernstes Video werden. Ich dachte, ich kann das mit dem Gärtner mittlerweile besser. Nachdem ich es einmal gemacht habe. So. Pflanze. Schimmer kurz, ja. Also, auf jeden Fall, genau. Ich habe sozusagen schon ganz früh gelernt, mich mit Religion auseinanderzusetzen, auch kritisch auseinanderzusetzen. Habe aber auch viel erfahren, wie Glaube gelebt wird. Bin auch, würde ich sagen, ein Stück weit in meiner Gemeinde groß geworden. Da sind viele Leute, die ich immer noch sehr schätze und die mir viel beigebracht haben. Oh, hallo Spinni. Bleib mal da drin, ja? Hallo, geh mal da rein. Ja, genau. Mal ganz abgesehen von allem Institutionellen habe ich auch immer sehr hinterfragt, ja, bin ich gläubig? Glaube ich das dann wirklich? Will ich das? Und habe immer wieder auch Phasen gehabt, wo ich so gedacht habe, ich weiß es nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt mein ganzes Leben lang immer dieses Gefühl gehabt, das ist halt nichts, was man jetzt in einer irgendwie Debatte anbringen kann, weil es wirklich nur ein Gefühl ist und nichts, was irgendwie theologisch greifbar ist. Aber ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, nee, Gott ist bei mir. Immer. Also auch in meinen schlimmsten Momenten. Dann kann man sich trotzdem natürlich mal sehr alleine fühlen.
Das hat man ja auch nicht immer so präsent. Aber ja, also auch wenn ich überlegt habe, ist das meine Religion, ist das meine Art zu glauben, sind das meine Riten, habe ich da einen Zugang? Und auch wenn ich wissenschaftlich Erkenntnisse gewonnen habe, die vielleicht so diesen Kinderglauben, den man hat, ein bisschen herausfordern, hat mich das jedes Mal wieder tiefer im Glauben zurückgeführt. Ich bin mir eigentlich im Laufe der Jahre immer sicherer geworden, dass es für mich kein Leben ohne Gott geben kann. So, Wort zum Sonntag, Ende. Wenn du eine deiner täglichen Aufgaben abgeben könntest, welche? Also das meiste, was meine Aufgaben sind, ist eher wöchentlich. Täglich sonst nur die Sachen auf Social Media posten und eben Kommentare beantworten. Da gibt es schon mal Tage, wo ich sage, boah, nee, heute will ich keine Kommentare machen. Also es gibt es auch. Gerade wenn wir irgendwelche Artikel zum Thema Homosexuelle segnen oder so haben, haben wir oft leider sehr viel Homophobie in den Kommentaren. Oder insgesamt LGBTQ-Feindlichkeit. Und irgendwie, das ist was, an manchen Tagen denke ich mir so, nee. Nee, das will ich heute nicht. Das kann ich heute nicht. An den Tagen kann ich es aber auch immer abgeben. Also das ist sehr cool bei uns. Es gibt natürlich auch mal einen Tag, wo ich dann ganz alleine bin am Wochenende. Da ginge das nicht. Aber ansonsten, wenn andere da sind, kann ich auch immer sagen, ich kann heute nicht, will heute keine Kommentare machen, kann das bitte jemand von euch machen. Und das finde ich super. Also da arbeiten wir richtig toll im Team zusammen und da hat eigentlich auch immer jemand, also immer jeder Verständnis für. Aber das ist auch selten. Das ist auch selten. Ist ja noch eine Spinne. Hallo. Seit Corona besuche ich selten Gottesdienste. Wie kann das wieder gelingen? Und was machst du an einem Sonntag? Die Fragen passen gut für mich zusammen. Weil ich muss sagen, das ist bei mir auch richtig, richtig eingebrochen seit Corona, seit der Quarantäne. Ich war davor, gerade zum Studium hab ich mir das richtig angewöhnt, wirklich jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. In meiner Jugend habe ich das nicht gemacht. Ich finde es aber auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich weiß, das sehen viele anders, aber ich finde das persönlich nicht schlimm, wenn man nicht jeden Sonntag geht. Aber seit der Pandemie und wo man dann lange nicht konnte, dann, sobald man wieder durfte, dann hier mit Maske und so, war ich auch nicht direkt, weil ich erstmal Schiss hatte wegen der Krankheit. Und dann, als ich wieder war, war ich erstmal wie so eine, vielleicht ein bisschen dramatisch, aber wie so eine Ertrinkende und bin so in jeden Gottesdienst gegangen. Und dann aber irgendwie, es ist so ein bisschen bei mir dieses Sonntagsritual raus, so diese Gewöhnung. Ich glaube, man muss sich das halt wieder mal so reinkriegen, dass es so ein, wie mein Philosophiedozent immer gesagt hat, das muss zum Habitus werden. Also so, man muss das wieder so reinkriegen, dass man einfach nicht drüber nachdenkt. Also damit will ich nicht sagen, dass das jeder von euch machen soll, aber ich weiß bei mir, dass es mir gut tut, wenn ich es mache. Wisst ihr, das ist so ein bisschen, dann, wenn jetzt jemand sagt, ja, warum gehst du da nicht? Das ist so ein bisschen wie zum Sport gehen. Ich weiß, dass es gut für mich ist, aber trotzdem kriege ich mich auch nicht immer aufgerafft, zum Sport zu gehen. So ist das, würde ich sagen. Also ich verstehe, wie gesagt, auch wenn es Leuten nicht zusagt, aber ich mag auch dieses Rituelle von der Eucharistiefeier, was halt ja immer das Gleiche ist und so. Und ich denke mir halt immer, gut, wenn die Predigt langweilig ist, dann gucke ich mir halt die Kirche an oder genieße einfach mal einen Moment der Ruhe, in dem ich nichts mache. So. Gut, nächste Frage. Früheste Erinnerung zu Glauben, Kirche. Oh, Kaffee. Nicht meine früheste Erinnerung, aber meine gute. Was mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist, ist die Erstkommunionvorbereitung, die ich bei meiner Mama hatte. Und die war wirklich super schön. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Genau. Eine noch dabei, da weiß ich nicht, das war vielleicht sogar in der ersten Klasse, also noch früher. Na toll, jetzt habe ich schon wieder was kaputt gemacht. Da haben wir im Rallye-Unterricht zu Ostern, also vor Ostern, die Kreuzigung gelesen.
Aber ich habe einfach angefangen zu weinen, weil es mich so traurig gemacht hat, dass der arme Jesus sterben muss. Das ist auch was, woran ich gerne zurückdenke, weil ich finde, ja, weil es war so ein so voll emotionaler Kontaktpunkt für mich mit dem Glauben. Und ich glaube, so diese kindlichen Emotionen, die man da hat, sind halt so super unschuldig und vielleicht auch ein Stück weit, wie wir manchmal besser die Bibel lesen sollten. Also ich habe da nicht irgendwie drüber nachgedacht, was ist das theologische Konzept dahinter, was will uns der Autor sagen oder so, sondern ich habe mich einfach von der Geschichte mitreißen lassen und geheult. Ja, aber das ist vielleicht eine gute Erinnerung dafür. Hast du Tipps, wie man noch gläubiger wird? Gehe in die Kirche, lese die Bibel und bete den Rosenkranz. Das ist ja schon mal eine Menge, würde ich sagen. Ich glaube, das sind schon mal sehr gute Frömmigkeitsaspekte. Und ich denke, dass Bibelstudium eigentlich immer gut ist für jeden Glauben und für jeden, der sich für Glauben interessiert. Ich würde sagen, vielleicht ist es ganz gut noch für dich, aber das ist jetzt nur meine Erfahrung. Erstmal natürlich gucken, was bedeutet noch gläubiger. Glauben bedeutet ja vor allem erstmal Vertrauen auf Gott und Liebe in Gott. Wenn du das hast, sage ich mal, dann ist es ja jetzt kein Wettbewerb, wer ist der Gläubigste oder so. Aber das ist natürlich eine Beziehung, die du stärken kannst, wie jede Beziehung. Und ich denke, die Beziehung zu Gott stärkt man vor allem durch Beten. Also, und ich finde halt, was noch helfen könnte, ich verbinde das gleich. Und zwar, was ich gerne mache, ist versuchen, so viel wie es geht, den Glauben in meinen Alltag zu implementieren. Weil ich sehe oft eine Gefahr bei verschiedensten Frömmigkeitsangeboten, dass die sehr so, da ist das Leben und da ist die Anbetung. Und das, manchmal ist das auch richtig so. Und das ist auch manchmal gut, wenn man Räume außerhalb des Alltags hat. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man seinen Glauben nicht, so sagt man ja so schön, an der Kirchentür abgibt. Sondern vielleicht wäre es was für dich, dass du dir überlegst, wie du das noch mehr in deinen Alltag implementieren kannst. Also natürlich, hallo Fliege, natürlich Nächstenliebe üben ist immer eine der wichtigsten Aufgaben als Christ, ist aber auch eine der schwersten. Also beten, Beziehung zu Gott und Alltag, ich bete sehr viel in meinem Alltag. Das ist natürlich die Frage, wie weit geht das für dich, wie weit fühlst du dich damit wohl, aber also ich bete vor jedem Essen, auch im Büro und auch wenn ich in einem Restaurant bin, spreche ich ein kurzes Gebet. Ich bete auch immer, wenn ich auf dem Fahrrad nach Hause fahre, spreche ich jedes Mal ein Dankesgebet. Wenn der Tag schwierig war, dann bedanke ich mich dafür, dass ich jetzt frei habe und nach Hause fahren kann und mir dann einen schönen Abend machen kann. Aber meistens, ich bin ja sehr gesegnet und habe wirklich keine Lüge und nicht, welche arbeite, sondern ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß an meiner Arbeit. Das kann ich auch nicht anders sagen, als dass ich sehr gesegnet bin, weil es ist wirklich ein Riesengeschenk. Ich gehe wirklich fast jeden Tag wirklich super gerne auf die Arbeit. Und meistens bedanke ich mich dann dafür, dass ich halt so ein großes Geschenk bekommen habe. So diese Mini-Gebete durch den Tag helfen mir sehr, Achtsamkeit zu üben, Dankbarkeit zu üben und mir immer wieder auch vor Augen zu führen, denen viel gegeben ist, von denen wird viel verlangt. Und auch mein Bestes zu geben im Sinne der Nächstenliebe. Voll die Predigt hier. Ja. Kommen wir zu einer lustigen Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's deiner Tomate? Perfekte Frage, meine liebe Lilly. Denn, ja, sie hängt jetzt kurz runter, keine Sorge, das ist meine Tomate, sie lebt noch. Mal sagen, ziemlich optimistisch, dass sie noch so groß wird, obwohl, naja, also ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 geht es der Tomate so eine
echt geht's nicht weiter rein. Ist ganz schön hoch, der Stock. Naja, geht's der Tomate so eine stabile? Acht? Außerdem ist sie schon YouTube-Superstar und hat überhaupt in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung, aka in einem von mir eingetopften Topf, überlebt. Ich bin sehr stolz auf sie. Sie kann Tomaten bekommen oder nicht. Ich liebe sie trotzdem. Hattest du schon mal Zweifel am Glauben? Das habe ich ja vorhin eigentlich schon beantwortet. Und an der Tatsache, dass Gott bei mir ist und mich liebt, bestimmt 2-3 Mal. Aber mir würde jetzt spontan tatsächlich so eine Situation eigentlich nicht einfallen. Don Camillo oder Bepone? Auf jeden Fall Don Camillo. Wie gesagt, ich meckere auch gerne mal an meiner Kirche oder so, aber at the end of the day, ohne Glaube geht bei mir gar nichts. Irgendwie, jetzt an diesem großen Stock sieht die extrem armselig aus, die Tomate. Kaffee ist kalt. Vielen Dank an alle, die mir auf Instagram ihre Fragen gestellt haben, weil ich fand die echt super spannend. Also richtig coole Fragen. Falls ihr noch mehr Fragen an mich habt, dann schreibt mir die immer gerne. Ihr könnt die immer auf Instagram einfach schicken an unseren Account. Ihr könnt die unter dieses Video schreiben. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, ist mir egal. Weil ich finde das sehr spannend. Also die Fragen jetzt fand ich sehr interessant, was ihr so wissen wollt. Ich bedanke mich ganz doll bei euch fürs Zuschauen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ganz ehrlich. Vielleicht werde ich doch noch zum Gärtner. Ich nach dem letzten Video auch gesagt, dann haben mir alle zurückgeschrieben, Carina, bitte nicht. Wir werden sehen. So, und damit vielen Dank. Bis nächste Woche.